Ich bin Frederik Hinterecker alias No Way For You und ich mache heute ein kleines Q&A, damit ihr vorbereitet seid auf die Gamescom und mich ein bisschen kennenlernen könnt. Frage 1. Wie bist du auf den Namen No Way For You gekommen? Ich war ungefähr 11 oder 12 und habe ein Spiel gespielt, das hieß Guild Wars 1. Das kennen wahrscheinlich nicht mehr besonders viele von euch. Und bei dem Spiel, da war ich relativ weit oben, auch im Ranking, da hat man 8 gegen 8 gekämpft, das waren sogenannte Gildenkämpfe. Und ich habe einen coolen, trendigen englischen Namen mit einer Zahl gebraucht. Also ich war natürlich kurz vorm Elite Killer 69 oder sowas, aber zum Glück habe ich mich dann für No Way For You entschieden. Frage 2. Wie laufen die täglichen 100 Liegestützen? Sie laufen gut. Also abgesehen von den Tagen, wo ich aktuell reise, schaue ich, dass ich jeden Tag meine One Punch Man Challenge mache. Also 10 Kilometer, 100 Liegestützen, 100 Push-Ups und 100 Kniebeugen. Bloß sind meine 100 Kilometer eher so 7, meine 10 Kilometer eher so 7 und manchmal bin ich ein bisschen drunter. Aber ich bin auf einem guten Weg auf jeden Fall. Die 3. Was hat dir an deinem Studium gefallen, nicht gefallen? Ich war ein relativ schlechter Student. Das heißt, ich habe immer sehr viel gezockt, war nicht so gut in den Prüfungen, habe länger gebraucht als der normale Student. Und es war halt nie so wirklich meins. Es hat mir auch nicht wirklich Spaß gemacht. Ich hatte immer eine andere Passion und die kann ich jetzt verfolgen. Frage 4. Stell dir vor, du könntest bis an dein Lebensende nur noch einen Song hören. Welcher wäre das? Bis an mein Lebensende nur noch einen Song. Ich glaube, Hallowed Be Thy Name. Iron Maiden. Ist gut. Die 5. Hast du schon vor League andere Computerspiele gespielt? Ja, also eine Menge. Ich habe natürlich wie jeder, habe ich damals noch an der alten Röhre angefangen. Das heißt, mein Vater hatte so, das war ungefähr so groß, das Ding. Und da hat man noch Disketten eingesteckt. Und da gab es Prince of Persia, Jill of the Jungle, Captain Comic, glaube ich, hieß der. Der war super schwer, die Spiele waren so schwer. Barbarian. Und dann ging es los mit Guild Wars 1, Warcraft 3, Diablo 1 und 2, Frozen Throne, das ist wieder Warcraft, dann Diablo 2, Lord of Destruction, Dota. Und dann habe ich, glaube ich, so mit 15 oder 16 rum, habe ich mit League angefangen, glaube ich. Ja, und seitdem spiele ich so ein paar Spiele nebenbei. Path of Exile zum Beispiel relativ viel oder mal eine Runde Counter-Strike. Aber League ist mein Nummer 1 Spiel geworden. Frage 6. Wenn Riot dich einladen würde, um dich beim nächsten Champion mitdesignen zu lassen, was wäre deine Konzeptideen? Und was ist deine Lieblings-GP-Quote? Mit der GP-Quote fangen wir mal an. Toss him to the sharks ist meine Lieblings. Oder charge beneath the barrage ist auch relativ gut. Der neue Champion, also ich glaube, man kann sich an Dota noch relativ viel abschauen. Da sind noch relativ viele Mechanics, die wir jetzt so nicht unbedingt in League haben. Es gibt zum Beispiel den Chen, der kann, oder die Enchantress, die können Mini, also so aus dem Jungle, Units bekehren für einen kurzen Zeitraum oder für immer und können mit denen zusammen kämpfen. Die haben dann auch so Fähigkeiten oder man kann Units in die Base schicken, strategisch, wenn sie im Kampf sind. Ne? Das heißt, die machen ihren Schaden, zum Beispiel mit Chen, und dann werden die zurückgeportet. Dann gibt es so Units wie zum Beispiel den Panda. Der kann sich mit seiner Ulti in 3 verschiedene kleine Pandas auflösen, die man dann alle steuern kann, wobei ich nicht weiß, ob das mit League umsetzbar sind, solche Ideen. Aber ich glaube, dass da noch viel zu machen ist. Vielleicht sowas mit einer Nischenmechanik, vielleicht nicht so viele Dashes, wie wir aktuell bei den neuen Champions sehen. Irgendwas ein bisschen bodenständigeres könnte ich mir vorstellen. Was denkst du, ist eines deiner peinlichsten Erlebnisse deiner Karriere als E-Sportler-Streamer? Eins meiner peinlichsten Erlebnisse, oh Gott, wo fange ich an? Ich bin gerade nach der Vietnam-Flashbacks, ja. Mein peinlichster Moment war bei einem Outlast-Stream mitten in der Nacht. Und zwar habe ich da eine Cola-Flasche geöffnet, live on stream.
habe den Deckel aufgedreht und das war, ich weiß nicht, ob ihr das Mentos-Cola-Experiment kennt, aber ungefähr in die Richtung ging das. Und dann war mein gesamtes Gesicht, mein gesamter Schreibtisch, meine komplette Kleidung, alles war voller Cola. Gibt's immer noch einen Clip von auf meinem Kanal. Verfolgt mich bis hierhin. Die 8. Inwiefern hat Sport dein Leben verändert, beeinflusst? Ich habe tatsächlich, also ich bin ja immer noch, sagen wir mal, so der klassische Nerd-Typ. Aber ich habe ja früher um die 150 Kilo gewogen. Und dank Sport, also am Anfang bin ich viel gegangen, habe ein bisschen auf meine Ernährung. Mittlerweile kann ich richtig joggen, kann meine 7, 10 Kilometer hinbekommen, kann mich wieder frei bewegen. Es fühlt sich einfach besser an, hat ein bisschen höhere Lebensqualität, man ist glücklicher insgesamt. Ja, Sport ist toll. Ne? Nicht nur E-Sport, Jungs. Auch normaler Sport. 9. Welches Spiel würdest du spielen, wenn LOL jetzt auf einmal dicht machen würde? TFT wäre auch möglich. Sicher kein TFT. Wenn LOL dicht machen würde. Also aktuell würde ich wahrscheinlich CSGO oder Dota spielen. Eins von den beiden. Ja. Frage Nummer 10. Ja, was sind deine Ziele im Leben? Gibt es etwas Bestimmtes, das du erreichen willst und vielleicht bereits jetzt daran arbeitest? Also, ich meine, aktuell so wie es läuft, lebe ich natürlich einen ziemlichen Traum. Ne? Ich darf mein Hobby machen als Beruf. Davon können, glaube ich, viele nur träumen. Und so zieltechnisch, ich hätte irgendwann mal gern so meine eigenen 4 Wände, eine Wohnung oder ein kleines Häuschen. Hund, Familie, ne, so klassische Spießer eigentlich. Das wird mir dann schon reichen für später. Und da arbeite ich überhaupt nicht dran, ich zocke eigentlich nur. Frage 11. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das und warum? Ich glaube, am besten von all diesen Superkräften ist immer Zeitreise. Oder? Mein unsterblich Leben möchte man auf keinen Fall. Denn bei all diesen Superhuman Strength oder unverwundbar und sowas, das hat immer auch Nachteile und ist nicht besonders attraktiv. Aber bei Zeitreise, man kann, ja, du kannst alles machen. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du auch ewig leben in der Theorie. Du kannst eingreifen auf die Geschichte, du kannst dafür sorgen, dass du unendlich reich bist, du kannst alle Szenarien mehrfach durchspielen. Also, ich wüsste nicht, welche Superkraft besser ist. Die 12. Gibt es so eine Reise wie auf den NA-Servern, auch mal in Korea? Tatsächlich ist das geplant. Ich weiß, dass euch das NA-Projekt sehr gut gefallen hat. Jetzt ist natürlich NA, sagen wir mal, auch, also es war relativ entspannt. Korea ist natürlich leistungstechnisch, ich kann das nicht wirklich einschätzen, aber es wird zumindest gesagt. Ich habe da auch zum Beispiel mit Power of Evil mal kurz drüber geredet, dass der hat ja einen sehr ähnlichen Stil wie ich, bloß besser. Ne? Dass es halt in Korea dieser langsame Stil nicht so wirklich gut funktioniert. Deswegen habe ich so ein bisschen Leistungsangst, aber ich würde es gerne machen und denke so ans Ende des Jahres ungefähr. Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres, dass ich das vielleicht umgesetzt bekomme. 13. Wie schaffst du es auch, bei echt schlechten Spielen immer ruhig zu bleiben? Ich meine, ist schwierig wütend zu werden. Man hat also, wenn du jetzt alleine in deinem Kämmerchen sitzt und du verlierst ein Game und wieder ein Game und hast schlechte Erfahrung, dann ist verständlich, dass das einen näher an die, also dass einem unter die Haut geht. Aber ich habe ja die Möglichkeit, also ich streame ja meine ganzen League of Legends Games. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit euch zu interagieren, zu reden, zu lachen, auch mal ein Scherzchen. Und da kann man natürlich viele von diesen Emotionen entladen und kann eigentlich fast immer nur positiv aus den Sachen rausgehen. 14. Hey Nobel, kann dein familiäres Umfeld verstehen, womit du dein Geld verdienst? Ja, können sie. Sie waren am Anfang ein bisschen skeptisch, aber meine Eltern wollen eigentlich nur, dass ich akademisch ein bisschen was in der Hinterhand habe, damit ich vielleicht im späteren Leben irgendwas anderes machen kann, weil Streamen ja sehr kurzlebig ist normalerweise. Und sobald es so war, haben sie mir den vollen Support gegeben. Mein Vater hat sogar angefangen, ein bisschen League of Legends zu spielen. Die gucken bei den Games zu und bei den Übertragungen und gucken meine YouTube-Videos und fragen mich dazu Sachen. Und mein Vater ist mittlerweile Level 30 in League. Twisted Fate und Klett
spielt er sehr gerne. Ab und zu auch mal eine Ash, aber primär Twisted Fate. Deswegen habe ich ihm auch mal die Statue geschenkt dafür, für einen Geburtstag. Und ja, also meine Familie steht da hinter mir und weiß auch, was ich mache und womit ich mein Geld verdiene. Oh, das ist schon die letzte Frage. Kann man dich auf der Gamescom treffen? Und wenn ja, wann und wo? Ich werde dienstags, wenn ihr da reinkommt, rolle ich einfach über die Gamescom. Wenn ihr mich seht, gerne mal Hallo sagen. Ansonsten bin ich mittwochs bis samstags immer mal wieder beim Ad-Hoc-Stand. Da wird ein genauer Zeitplan, glaube ich, noch rauskommen. Da gibt es dann auch so ein kleines Fragespiel mit mir. Und am Freitag bin ich bei der Premier Tour Finalübertragung. Da könnt ihr mich auch treffen, je nachdem, wie ich da Zeit habe, weil ich, glaube ich, so ein bisschen eingebunden werde oder vielleicht mal einen Cast oder so machen darf. Aber wenn ihr mich da irgendwie erwischt gerade, wenn ich eine Pause habe, gerne auch auf mich zukommen. Ich freue mich auf euch.